Und hiermit ein herzliches Willkommen beim Duxer. So, ich werde mal Linux Mint 20.03 testen, und zwar ganz hier in der virtuellen Maschine. Ich habe hier schon mal gestartet und den Installationsprozess schon mal soweit begonnen. Eigentlich selbsterklärend, wie immer bei Ubuntu-artigen Dispositionen. Und jetzt habe ich jetzt hier schon die Aufforderung für einen Neustart. Ja, dem werde ich jetzt mal folgen. Remove and press Enter. Ich drücke einfach mal Enter und ich hoffe mal, dass das auch ohne Aushängen funktioniert. Ja, schon kann ich mich einloggen. Ah, ich habe jetzt ein anderes Passwort genommen. Ich wollte mein Standardpasswort nehmen. Ja, für die virtuelle Maschine habe ich was ganz Simples nur benutzt. Okay, uns fällt auf, Grafiktreiber prüfen. Machen wir es einfach mal. Mal gucken, was passiert. Okay, für die virtuelle Maschine gibt es keine passenden Treiber. Ja gut, dann nehmen wir erstmal so hin. Spielt auch nur eine untergeordnete Rolle. Willkommensbildschirm schließe ich auch erstmal. Erstmal möchte ich jetzt hier die Bildschirmauflösung anpassen, damit man überhaupt was Vernünftiges erkennen kann. Rechte Maustaste, stellen wir sofort fest, dass man das sowohl ohne weiteres nicht machen kann. Destlet hinzufügen, okay. Das sind noch so eine Art Widgets, die man auf Desktop platzieren kann. Das werde ich später testen. Wo kann man hier was einstellen? Vielleicht hier. Ja, das sieht doch schon mal sehr gut aus. Da, Bildschirm. Und passen erstmal die Auflösung an. Ich habe 16:9. Oh, da gibt es nichts Passendes. Dann, ja, was nehmen wir denn dann? Das müsste passen. Ich teste mal. Oh, wo ist denn jetzt hier der OK-Button? Wie komme ich jetzt an den OK-Button? Ist nicht gerade virtuell maschinenmäßig freundlich. Okay, ich ändere mal eben die Taskleiste. Ich verschiebe die mal nach oben. Oder zur Seite. Ja, jetzt komme ich auf Anwenden, Beibehalten. Ja, das sieht doch gar nicht mal so schlecht aus. Jetzt verschieben wir die nochmal. Und zwar nach oben. Ja, so ist es fein. Ja, das ist eine Auflösung, die gefällt mir erstmal soweit ganz gut. Und ja, jetzt teste ich einfach mal, was Cinnamon so alles so zu bieten hat. Das ist hier die Favoritenleiste. Also unter anderem, ich denke mal, die sind gesetzt, die Button hier. Beenden, abmelden und sperren ist selbsterklärend. Das müsste Nemo sein als Dateibrowser. Können wir sofort testen. Drücken wir mal die F3-Taste. Ah, herrlich. Ja, da kann sich Ubuntu natürlich eine Scheibe von abschneiden. Das ist natürlich super mit dem geteilten Fenster. Ja, Nemo ist da auf jeden Fall schon mal um einiges besser als der Nautilus. Der kann auch hier bleiben. Ja, hier hätten wir eine Terminal. Ich sehe gerade, ich habe hier bei der Anmeldung irgendwie einen falschen Namen eingegeben. Das sollte natürlich auch Tuxa heißen, aber spielt eigentlich nur eine untergeordnete Rolle jetzt für die virtuelle Maschine. Das passt. Ich drücke mal Steuerung Plus. Ja, kann man alles größer machen. Steuerung Minus kann man nicht kleiner machen. Wie kann man den Bildschirm wieder kleiner machen? Wo ist denn hier das Minuszeichen? Geht irgendwie nicht. Mal gucken, was passiert, wenn ich nochmal öffne. Und dann ist er im Normalzustand. Okay, passt auch. Hier waren die Einstellungen. Was haben wir hier? Anwendungsverwaltung, also eine Art Software Center vermute ich mal. Da werde ich mich gleich erstmal austoben. Aber bevor ich jetzt irgendetwas mache, schaue ich erstmal nach Updates. Das ist mal A und O nach der ersten Installation. Wo könnte man hier? Aktualisierungsverwaltung. Da starte ich mal sofort hinein. Ich sage dann hier bestätigen. Das kommen bestimmt 578 Updates. Anwenden, ja. Achso, ich hätte ihn auf den lokalen Server wechseln sollen. Ich hoffe mal, das geht jetzt auch so. Ja, okay, USA ist nicht so wirklich
was ist wirklich lokal? Aachen ist schon relativ lokal, das passt schon. Was können wir hier wählen? Meinetwegen Berlin. Mal sagen wir, okay. Ist gescheitert. Ah, okay. Nehmen wir einen anderen. Hannover ist ein bisschen näher. Anwenden. Ja, der scheint zu gehen. Und jetzt werden wir erstmal aktualisieren. Okay, es gibt sofort einen neuen Kernel. Gut. Nehmen wir erstmal alles mit. Und ich würde sagen, ich melde mich, wenn es soweit abgeschlossen ist. So, er ist fertig. 13:02 Uhr, ich muss dabei sagen, ich habe nicht so genau darauf geachtet, wann er jetzt im Endeffekt fertig war. Aber einfach mal so grob als Richtwert kann man die Uhrzeit schon nehmen. Neustart erforderlich. Gut, den wollen wir mal nachkommen. Wir machen mal eben jetzt hier einen Neustart. Ja, und schon hätten wir jetzt Linux Mint auf dem aktuellsten Stand. Grafiktreiber ignorieren wir jetzt mal. Willkommensbildschirm ignoriere ich auch erstmal. Ich starte erstmal ganz normal hinein und schaue mir einfach mal an, was Linux Mint alles so zu bieten hat. So, hier bin ich schon durchgegangen. Terminal ist klar. Einstellungen. Es war Software Center und das ist, keine Ahnung, das Zeichen haben wir hier oben auch nochmal. Ah, Firefox. Okay. Können wir eben mal checken, welche Version das ist. Wie viele ist das ja interessant? Version 101.01. So, und jetzt fällt mir schon das erste auf hier. Hier haben wir Favoriten. Und hier ist genau das gleiche. Also können wir die auch rausschmeißen, ne? Das wäre für mich ja sonst doppelt gemoppelt. Schreibtisch, ja sicher. Weg damit. Genau. Ja, ich meine Favoriten, passt doch, ne? Zack. Zack. Und wenn ich wieder schließe, ist es weg. So muss das sein. Das ist schon wieder ein bisschen aufgeräumter. Was haben wir hier? Einfach mal draufklicken. Systembericht. Okay. Kenne ich von Ubuntu so auch nicht. Ah, Timeshift. Okay. Absturzbericht. Okay. Warum nicht? Internet, das ist Lautstärke, ist auch klar. Und Batterieanzeige bzw. Energieeinstellung. Kalender, der ist jetzt hier rechts, bei Ubuntu wäre der in der Mitte, aber ansonsten sieht das auch erstmal gleich aus. Gut, hier haben wir das Ganze klassisch nach Kategorien. Ich setze hier einfach mal, kann man das Fenster ein bisschen größer machen hier? Ne, das ist irgendwie ein bisschen klein. Okay. So, was haben wir denn hier drauf? Gehen wir auf alle Anwendungen. So wäre es ja quasi bei Gnome. Ich setze hier einfach mal nur so durch und ich muss sagen, das ist irgendwie ein bisschen too much. Ne? Okay, Büro. Bibliothek, was ist das denn? Was kann man denn hier mitmachen? Dokumentenbetrachter? Keine Ahnung, was es ist. Ach so. Kann man Favoriten ablegen für Dokumente? Puh. Ich denke mal, das werde ich wohl nicht brauchen. Kalender ist wäre einmal hier, aber da haben wir auch den Kalender. Warum ist er jetzt doppelt? Also okay, da haben wir einen anderen Kalender. Kann man hier eigentlich auch was eingeben? Okay, das ist nur eine Anzeige. Kann ich jetzt hier was eingeben? Ich könnte jetzt zum Beispiel sagen Test Meeting Ort Home. Ganztägig heute. Ja, okay. Notizen. Ganz wichtig. Fertig. Okay, dann hätte ich den jetzt hier drin. Und hier habe ich den auch drin. Na, das ist doch schon mal ganz, das ist doch schon mal ganz nice. So, ansonsten LibreOffice ist, denke ich mal, selbsterklärend. Brauche ich nicht weiter darauf eingehen.
Grafik-Dokumentenscanner. Könnte ich ja mal testen, ob der meinen Scanner hier erkennt. Nach Scanner wird gesucht. Achso, das läuft jetzt über die virtuelle Maschine. Okay. Dann kann er höchstwahrscheinlich auch nichts finden. Aber an für sich ist das schon ein gutes Programm, keine Frage. Was haben wir noch bei Büro? Ne, bei Grafik war ich. Pix, ja, Pix soll sehr gut sein. Zum Verwalten von Bildern. Jetzt habe ich nur leider keine Bilder hier. Alles leer. Auf jeden Fall kriegt es für mich auch schon mal einen Daumen nach oben. Zeichnungen. 3D-Zeichnungen oder was kann man hier machen? Machen wir mal ja. Okay, hier kann man nur was lesen. Ich dachte, jetzt kommen hier so ein paar Beispielbilder. Okay, das kann man alles mit Zeichnung machen. Also für ganz Kreative. Okay. Ja, warum nicht, ne? Kann ich jetzt nicht zu sagen, inwiefern das was taucht. Ja, das haben wir mal dahingestellt. Was haben wir da noch? Ja, GIMP fehlt definitiv. Internet, Firefox ist okay. Hexchat, was ist ein Hexchat? Also ein Chatprogramm. Also das wäre jetzt ein Programm, was ich definitiv nicht bräuchte. Das würde ich zum Beispiel deinstallieren. Wäre natürlich jetzt schön, wenn man rechte Maustaste klicken könnte. Deinstallieren. Oh, das geht schon mal. Ich werde bei der Gelegenheit sofort mal ein bisschen aufräumen. Wurden entfernt. Ja, das war mein Plan, ne? Jetzt müsste eigentlich weg sein. Thunderbird passt. Web-Apps. Web-Apps könnte nochmal interessant werden. Die man halt eben als App miteinander verknüpfen kann. Das lasse ich erstmal. Multimedia. Ah, was ist das denn? Aus der Rhythmbox. Das finde ich sehr gut. Das wird wohl ein Video-Abspielprogramm sein, aber da werde ich VLC nehmen. Insofern knalle ich den auch raus. Deinstallieren. Ups, verdrückt. Was ist das? Aha. TV-Channel. Ja, da können wir mal sofort testen. Machen wir mal Germany. Machen wir mal öffentlich-rechtliche. Das finde ich gut. Ne, wenn man irgendwie mal Bock hat, jetzt Fernsehen zu gucken. Ich mache mal wieder ganz schnell wieder aus. Dass ich jetzt hier noch Ärger kriege mit YouTube und Co. Hallo, geh aus. Warum geht der jetzt nicht aus? Ist abgestürzt. Na, das kann aber auch an der virtuellen Maschine liegen. Er ist jetzt hier doch ziemlich am Kämpfen, sagen wir mal so. Und auch RTL und Sat.1, gibt es sowas auch? Ne, das war's. Aber immerhin, man kann, wenn ich mal Fußball gucken will, auf dem Laptop, zack. Perfekt, das Programm finde ich schon mal gut. Ja, damit wäre Multimedia auch abgehakt. Zubehör. Archivverwaltung ist in Ordnung. Bildbetrachter. So, warum ist einmal Bildbetrachter hier drin? Und bei Grafik ist auch einer drin. Und zwar Pix. Das ist jetzt hier ein bisschen komisch geordnet. Bildschirmfoto. Klar, das finde ich auch gut, dass man einfach nur ein Fenster, einen Bereich auswählen. Mal gucken, wenn ich die Taste Druck drücke, ob das dann auch aufgeht. Nee, das funktioniert dann nicht. Dann ist ein ganz normales Bildschirmfoto. Wäre natürlich schön, wenn dann das Fenster aufgehen würde. Dateien. Okay, ist Dateien jetzt genau das gleiche wie Nemo? Okay, und warum steht da Dateien und nicht Nemo? Das ist natürlich ein bisschen komisch. Dateiumbenennung. Ah, kann man so eine Stapelverarbeitung machen?
Aber warum braucht man denn extra App für? Ich erstelle hier einfach mal ein paar Dokumente. Leere Datei. Machen wir. Also eigentlich, wenn man alle markiert, ich drücke jetzt F2. Ach so, dann kommt auch dieses Programm, also diese Erweiterung. Okay, nur warum ist das jetzt als extra App jetzt hier aufgeführt? Das finde ich jetzt doof. Das hat da ja gar nicht zu suchen. Also aufräumen, kann man es irgendwie ausblenden? Deinstallieren will ich es nicht, ich will es einfach nur weghaben. Das finde ich jetzt doof. Das ist einfach nur so eine Erweiterung, die hier mit aufgeführt ist. Ne? Dokumentenbetrachter, ja, hier haben wir Bildbetrachter, Dokumentenbetrachter. Das eine ist bestimmt für PDF, das andere für Bilder, könnte ich mir jetzt vorstellen. Laufwerke, ah ja, das ist auf jeden Fall ein nützliches Tool zum Partitionieren und Formatieren und solche Geschichten. Notizen, ah ja. Genau, wäre praktisch wie so ein Widget. Ich persönlich finde das gut. Onboard ist bestimmt Tastatur. Ja, genau, ist okay. Passwort ist auch klar. Redshift, das kenne ich nicht. Was soll das sein? Gar nichts. Ist das jetzt hier oben irgendwo drin? Farbtemperatur? Ist das Redshift? Ich mache da mal eben beenden. Zubehör. Ja, das ist das hier oben. Für Farbtemperaturen. Pff, bräuchte ich jetzt auch nicht. Vielleicht kann man ja hier einen Ordner anlegen. Oder hier noch einen weiteren Ordner hinzufügen. Schade, geht nicht. Schriften, ja, ich habe immer gerne eine Übersicht über alle Schriften. Finde ich auch gut. Abbildererstellung. Ach, sind die, ach, für ISOs ist das, ne? Ja, ist auch okay. Formatieren. Ja, okay, was bietet er mir an? Naja, ist auch ein bisschen dürftig, aber okay. Für einen USB-Stick sollte das reichen. Was ist das denn? Warpinator. Ah ja, davon habe ich schon mal gehört. Das ist genau fürs Internet zum Hin- und Herschicken von Dateien im lokalen Netzwerk. Der Linux-Guide schwärmt da so von. Würde ich dann auf einer echten Maschine natürlich auf jeden Fall auch benutzen, mit Sicherheit. Und dann wären wir hier auch durch. Einstellungen, so. Natürlich jetzt schöner, wenn man so eine ganze Übersicht hätte. Die hat man, glaube ich, hier drüber, ne? Ah ja, das gefällt mir schon besser. Und hier hätte man die Einstellung einzeln. Also wäre es im Endeffekt auch doppelt gemoppelt. Kann man das irgendwie wegmachen? Ne, das geht nicht. Da gehe ich später mal drauf ein. Und Systemverwaltung. Aktualisierungsverwaltung ist klar, Anmeldefenster ist auch klar, Benutzer, Datensicherung, Drucker hinzufügen, Energie, Systemverwaltung, Timeshifter und die Treiberverwaltung. Okay, würde ich jetzt eigentlich auch in Einstellungen reinpassen, packen. Dann öffnen wir mal die Einstellungen. Ja, auf jeden Fall schon mal schön gegliedert. Und Systemeinstellung, Einstellung, Geräte, Systemverwaltung. Da auch schon wieder doppelt gemoppelt, ne? Das ist das, was ich meinte, dieses doppelte gemoppelt. Das finde ich jetzt persönlich ein bisschen blöd. Treiberverwaltung habe ich doch jetzt hier auch gesehen, ne? Systemverwaltung. Ja, irgendwie ist das für mich nicht ganz logisch. Dann ist es hier noch ein Terminal drin. Den finde ich jetzt hier nicht bei Systemverwaltung, also Synaptic ist schon mal gut, dass es installiert ist. Das finde ich gut. Und hier finde ich es jetzt nicht. Also das wäre für mich jetzt ein bisschen verwirrend.
Gut, kurzes Fazit. Ist schön gruppiert und gegliedert hier alles, keine Frage, auch mit den Favoriten, das finde ich hier auch gut. Und gegebenenfalls sich an der Taskleiste auch noch was fixieren kann, finde ich auch gut. Nur mit der Aufteilung von Einstellungen, Systemverwaltung und so weiter, das ist für mich jetzt so ein bisschen ja, doppelt gemoppelt und ja, entweder muss man in den einen suchen oder in dem anderen suchen. Also da hätte ich mir ein zentrales Fenster wäre da besser gewesen. Oder meinetwegen auch zwei zentrale Fenster und nicht hier irgendwie so komisch, ja, durcheinander gewürfelt, sage ich es einfach mal. Aber es macht erstmal einen ganz soliden Eindruck, keine Frage, ne? Was ist denn für mich noch interessant? Natürlich Software Center oder die Anwendungsverwaltung. Und ich teste einfach mal, ob alle meine Lieblingsprogramme mit dabei wären. GIMP wäre schon mal mit dabei. Das könnten wir mal sofort installieren. Nur irgendwie rödelt er und rödelt hier. Irgendwie kann man das wohl nicht installieren. Ich gebe einfach mal hier GIMP ein. Habe ich hier zweimal GIMP. Das wäre die Rödel-Version. Ja, das können wir installieren. Mal gucken, was da für eine Quelle hintersteckt. Das wäre jetzt FlatApp. Okay, ich möchte ganz gerne über die Paketverwaltung installieren. Okay, ich installiere einfach mal Programme nach meiner Wahl, die ich für wichtig empfinde. Das wäre zum Beispiel okay, es fällt mir hier eins auf, wenn ich jetzt hier eingebe sudo apt-install, möchte ich sagen GIMP. Ich drücke dann die Erweiterungstaste, da passiert nichts. Install GIMP. Apt-get install. Ne, also Autoerweiterung macht er nicht. Das ist schon mal ein Nachteil im Gegensatz zu Ubuntu. Da würden jetzt Vorschläge kommen. Ja, jetzt sagt er mir sogar, wie ich das zu installieren habe, wenn ich diesen Befehl jetzt eingebe. Das ist aber merkwürdig. Ja, also da frage ich mich jetzt echt, wie ich bei Linux Mint etwas aus der Konsole installieren kann. So, ein kleiner Schnitt. Ich habe etwas herausgefunden. Und zwar muss man wirklich als allererstes sich erstmal um die Paketverwaltung kümmern. Das war, wo war das nochmal? Das müsste über die aktuelle. Über die Aktualisierung müsste man die Paketverwaltung irgendwo einstellen können, war das hier? Genau. Hier muss man wirklich darauf achten, dass der Haupt- und Basisserver wirklich ein ja, lokaler Server seiner Wahl ist. Schon, aber nicht gerade wie es bei mir stand, USA oder ähnliches. Ja, das ergibt überhaupt keinen Sinn. Ja, da findet er überhaupt keine Pakete quasi. Das hatte ich gemacht.
Jetzt sehe ich hier gerade, jetzt will er jetzt schon wieder ein Update. Das mache ich mal eben. So, und dann kann man ganz normal über die Konsole auch Update und Upgrade ausführen. Suche up-get update. Mal ein bisschen größer, dass man aber sieht. Und natürlich dementsprechend auch ein Upgrade. So, in dem Fall natürlich 0, ja, weil ich ja nicht zum Aktualisieren habe. Und jetzt kann man auch ganz normal Programme seiner Wahl installieren. Was könnte man mal installieren? Es fällt mir gerade nichts ein. Zum Beispiel, was nehmen wir mal? Q4-Weine. Jetzt drücke ich mal die Tab-Taste. Ah, vielleicht habe ich es falsch geschrieben. Q4-Wein. Ja. Und dann klappt es auch mit der Autovervollständigung. Drücken wir mal Enter. Drücken wir nochmal Enter. Und können mal sofort gleich Q4-Weine testen. Indem wir jetzt zum Beispiel die Seite trle.net aufrufen. Das ist Tomb Raider Level Editor. Genau. Und uns mal irgendein Level hier runterladen. Oder irgendein Spiel, besser gesagt. Keine Ahnung, ich nehme mal irgendeins jetzt hier. Hier Short. Ja, das sieht doch ganz nett aus, ne? Machen wir Download. So, jetzt sollte er fertig sein, ne? Fertig, ja. Steht zumindest fertig da. Jetzt hätten wir schon mal ein Windows-Spiel quasi. Ja, aber er installiert ja noch Weine. Das müssen wir natürlich noch abwarten. Weine sollte natürlich fertig sein. Ah, er hat es geschafft. Hat jetzt ziemlich lange gedauert. Okay, auch ist wohl ein umfangreiches Paket. Gut, dann gehen wir nochmal in den Nautilus, hätte ich beinahe gesagt, in den Nemo hinein. Downloads und hier, na, was ist das nicht von Ansicht? Hier hätten wir dann dementsprechend das Spiel. Das können wir per Rechtsklick, kann man das entpacken. Okay, das funktioniert unter Mint genauso wie unter Ubuntu. Ist er fertig? Ich glaube ja. Jetzt können wir rein. Warum muss ich jetzt hier schon wieder drauf drücken? Okay. Und jetzt Tomb Raider 3, die Echse, rechte Maustaste. Okay, und das funktioniert jetzt über Öffne mit. Okay, das ist auch noch okay. Öffne mit, Q4 Weine. Drücken wir weiter, 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 weiter. Dann drücke ich auf OK. Und dann sollte eigentlich das Spiel ohne Probleme starten. Na, jetzt hier eine virtuelle Maschine, natürlich sehr langsam. Kann natürlich sein, dass es gar nicht geht. Ja, aber ihr seht, es funktioniert. Es lädt unheimlich langsam. Aber es liegt nicht an Mint, sondern an der virtuellen Maschine. Ah, es tut sich was. Ja, es baut sich was auf. Zocken in der virtuellen Maschine ist natürlich nicht zu empfehlen. Aber ich denke mal, man kann es erkennen, dass es funktioniert. So, dass ich beende das jetzt auch mal sofort. Wenn das sich überhaupt beenden lässt. Ja, okay. Test bestanden, würde ich sagen, auf jeden Fall. Jetzt hätte ich sofort Lust, eine Runde Tomb Raider zu spielen, merke ich gerade. Aber das ist nicht Gegenstand jetzt des heutigen Videos. Ich mache noch mal einen zweiten Test. Dazu brauche ich auch wieder einen Firefox. Und zwar gibt es zwei Programme, die auf meiner Webseite sind. Da gehen wir mal ein. mtb-tourmap.de. Das wäre jetzt hier meine Webseite. Kann man euch alle akzeptieren. Und da hätten wir Karten. Es geht hier um OSM-Karten für Garmin-Geräte. Die kann man sich jetzt hier herunterladen. Und zwar scrollen wir einfach hier ein Stückchen weiter nach unten. Und dann hätten wir hier mehrere Karten. Aber ich will jetzt nicht so eine Riesenkarte nehmen.
Nicht irgendwo eine kleine Karte. Weitere Karten hier. Dachkarte ist noch ein bisschen umfangreicher. Die Alpenkarte könnte ich doch mal nehmen, ne? Die ist, glaube ich, nicht ganz so umfangreich. Wird mal zu einer Nextcloud geleitet. Okay, immer noch 500 Megabyte. Und kann sich die dementsprechend hier herunterladen. Und dann gibt es hier noch zwei Programme. Einmal den Web Composer, mit der die Karten erstellt wurden. Als Debian-Paket. Kann man hier sicher auch runterladen. Und den TrackGuru zum Verwalten und Bearbeiten von GPX-Dateien auch einmal herunterladen. Gut, das warten wir mal eben ab. Hat das jetzt gemacht? Na, die Alpenkarte braucht logischerweise noch ein bisschen. Gut, der nächste Test wäre Einbinden von selbst erstellten Debian-Paketen. Nehmen wir da unter Downloads. Das wäre jetzt in dem Fall zum Beispiel der Map Composer. Da schlägt er mir sofort vor, öffne mit GDebi Packet Installationsprogramm. Genau das ist richtig. So muss das sein. Einfach auf Installieren. Passwort ist selbsterklärend. Machen wir hier auf Details. Dann können wir mal gucken, was da so passiert. Ja, da ist er doch schon fertig, ne? Gut, machen wir mal einen Test. Map Composer, ja, prima. Warum zeigt ihr mir den jetzt hier an? Das ist aber falsch. Gut, es wird man aufgefordert, die Höhe des Arbeitsspeichers einzugeben. In der virtuellen Maschine sind es nur 8. Ja, und schon startet der Map Composer. Ja, prima, würde ich sagen. Hier hat man dann die einmalige Chance, sich selbst OSM-Karten zu erstellen. Unter anderem auch fürs GPS-Gerät. Das gleiche machen wir mit dem TrackGuru. Paket installieren. War das jetzt schon alles? Ja, sieht so aus, ne? Gehen wir mal ein. TrackGuru. Prima. Ja, auch TrackGuru funktioniert ohne Probleme. So muss das sein. Also, der Test wurde auch bestanden. Jetzt teste ich nochmal meine selbst erstellte Karte mit QMap-Check. Hier den ganzen Quatsch können wir schließen. Schließlich was von der Karte hier sehen, ne? Rechte Maustaste, Kartenverzeichnis angeben. In dem Fall wäre das einfach nur Downloads. Auswählen. Okay. Dann bin ich da irgendwie falsch. Ach, ich muss natürlich erstmal entpacken. Ja klar, ich muss die ZIP-Datei natürlich erstmal entpacken. So, jetzt ist es entpackt. Jetzt machen wir nochmal aktualisieren. Ja, neu laden. Rechte Maustaste aktivieren. Jetzt müssen wir irgendwo Richtung Süden. Und dann hätten wir jetzt hier, genau, das wäre jetzt meine selbst erstellte Karte. Gehen wir mal mitten in die Alpen hinein. Hier sieht man schon die MTB-Wege oder ausgeschilderten Routen, besser gesagt. Mit der Nummerierung, in dem Fall 442. Hier wäre ein schöner Trail. Ja, perfekt. Super, das hat schon mal funktioniert. Damit wäre mein erster Test eigentlich schon beendet. Mit Linux Mint kann alles das, was ich machen möchte. Ich bedanke mich fürs Zuschauen, verabschiede mich jetzt und sage bis zum nächsten Mal. Glück auf!